Motorische Vorbereitung für dein nächstes Training. Wir starten mit Zungenkreisen im Mund. 10-mal in eine Richtung. Und dann Wechsel. 10-mal in die andere Richtung. Dann Aktivieren der Hände. Auch hier so 10-mal. Wechseln. Dann aktivieren vom Hals, Nacken. Da könnt ihr euch gut etwas Zeit nehmen, etwas mehr Zeit, Fabiana. Bleibt noch ein wenig bei der Brust. Genau. Dürft ihr euch wirklich gut Zeit nehmen, auch den Bauch dazu nehmen. Und ich empfehle euch auch, eher auf diesen Areale zu konzentrieren, wo du dann trainieren wirst, also wenn du jetzt ein Gymtraining hast, eher Arme, Schulter, Hände aktivieren. Wenn du im Lauftraining bist, dann eher die Beine aktivieren. Wichtig ist, dass du immer auf einer Seite mit beiden Händen arbeitest und immer von oben nach unten. Genau, dann die Waden auch schön aktivieren. Beidseitig. Fußgelenke nicht vergessen, wenn du für dein Lauftraining vorbereitest. Du kannst dir gut 1 bis 2 Minuten Zeit nehmen, um dich so optimal auf dein nächstes Training vorzubereiten.